Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, Herr Generaldirektor, lieber Tedros, lieber Jens Spahn, lieber Ralf Brinkhaus. Ich freue mich, Sie gemeinsam mit dem Kollegen Dr. Georg Nüsslein hier herzlich begrüßen zu können zu diesem Fraktionskongress Globale Gesundheit stärken, das UN-Nachhaltigkeitsziel umzusetzen. Jeder kann sich vorstellen, schon der Einzelne, der sich im Fall einer Erkrankung, eines Unfalls nicht auf eine gute Gesundheitsversorgung verlassen kann, der durch ungesunde Arbeitsbedingungen betroffen ist, wird insgesamt in seinen menschlichen Entwicklungen gebremst, belastet, beladen. Und das gilt eben auch für ganze Staaten, die dann als arme Staaten besonders betroffen sind von Gesundheitsherausforderungen. Umgekehrt ist Ernährung und Gesundheit die Grundvoraussetzung schon dafür, dass Kinder lernen können, dass Bildung später zu guter Ausbildung und zu guten Berufen führt. Insofern gilt, ohne Ernährung und gute Gesundheit gibt es keine Entwicklung. Und deswegen ist es ein so zentrales Entwicklungsziel, auch auf der UN-Entwicklungsagenda. Dieser Kongress Globale Gesundheit war ja sehr breit angelegt und hatte auch Vertreter von verschiedenen Ministerien. Also nicht nur Gesundheitsministerium, das könnte ja der Begriff Global Health zunächst mal implizieren. Es waren da also nicht nur der Bundesgesundheitsminister, sondern es waren auch der Bundesentwicklungsminister und die Ministerin für Bildung und Forschung vor Ort. Das signalisiert genau die Richtung, in die es bei Global Health gehen muss, also sprich die verschiedenen Akteure zusammenzubringen, auch auf der Ministerialebene. Und auf den Universitäten ist das genauso, und die Universitäten haben natürlich ihre Disziplinen, und dieses Disziplinübergreifende braucht Strukturen. Und das, glaube ich, ist auch klar nochmal geworden. Bereitschaft auch aus der Politik jetzt, das, was in der Akademie jetzt gerade passiert, auf Antwort auf den Bedarf aus Politik und Gesellschaft eben und aber auch der Studentenschaft, jetzt hier eine Antwort zu finden und wirklich Global Health auch in Forschung und Lehre voranzutreiben. Könnte sich mit dem Thema globale Gesundheit beschäftigen, weil man Angst vor Epidemien, vor Ansteckung hat. Das wäre ein sehr eigennütziger Ansatz. Uns als CDU-CSU-Fraktion geht es um christliche Werte, um das Wissen, dass man in Verfolgung dieser gebotenen Nächstenliebe etwas dafür tun muss, dass es der Welt besser geht, dass es den Menschen besser geht, dass wir Gesundheit global voranbringen. Und das ist etwas, was uns dann ganz am Ende als Bonbon auch selber nutzt.